Okay Leute, dieses Video ist für alle Loser, für alle, die sich im Schulhof nicht wehren können, für alle, die zu schwach sind, weil ich genau einer von diesen war. Ich war zu klein, ich war der Kleinste, ich wurde ein Jahr später eingeschult mit meinen Schwestern, damit sie auf mich aufpassen können. Ich bin nicht auf die Hauptschule gegangen, weil ich dachte, das sind nur Schläger. Einmal auf dem Pausenhof, ich hatte Schiss. Jedes Mal im Bus, ich hatte Schiss. Ich war zu klein und zu schwach, ich hatte alles andere als Talent, bis ich Kickboxen angefangen habe. Ich bin 6-mal die Woche ins Training gegangen, ich habe Leute kommen sehen, ich habe Leute gehen sehen. Blaue Augen, blutige Nase, ich habe weitergemacht. Muskelkater, ich habe weitergemacht. Und dann wollte ich wissen, wie weit ich komme. Du brauchst aber mich nicht als Vorbild nehmen. Ich bin nicht ungewöhnlich erfolgreich. Ich habe ein paar Geschichten gesammelt von Leuten, die erfolgreich sind. Der beste Baseballspieler aller Zeiten, Babe Ruth, hatte 4 Jahre den Homerun-Rekord. Aber was die wenigsten wissen, er hatte auch zur selben Zeit den Strikeout-Rekord. Und seine Strikeouts waren doppelt so hoch wie seine Homeruns. Der größte NBA-Spieler, Michael Jordan, hat gesagt, ich habe 9000 Bälle in meiner Karriere verfehlt. Ich habe 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der allerentscheidendste Wurf überlassen. 26 Mal verfehlt. Ich habe versagt und versagt. Und das ist der Grund, warum ich siegte. Der größte englische Autor aller Zeiten, Shakespeare, hat über 200 Stücke geschrieben. 90% davon liest keiner. Mozart produzierte 600 Stücke. Wie viel hast du davon gehört? Leute, harte Arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Es kommt nicht darauf an, ob du Talent hast oder nicht. Du kannst jeden outworken. Und jetzt zurück zu Jordan. Ich kann Scheitern akzeptieren. Jeder scheitert bei etwas. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist es nie versucht zu haben. You can outwork everybody.